Nee. Bis wir bei Heiko sind, hat er neues Eis gekauft, glaub mal. Und wenn ich dafür Jana anbetteln muss. Geh mal davon aus. Rein theoretisch, ich wollte ja den Dings hier, den Edward, den wollte ich eigentlich als Farmer machen lassen. Ich weiß aber immer noch nicht, ob man einstellen kann, dass er nur bis so und so viel drescht oder so. Drischt? Drescht? Drischt. Ich würde sagen, drischt heißt das Wort. Dass ich sage, er soll nur so und so viel dreschen und so viel drinnen lassen. Das Spiel ist auf Langfristigkeit aufgebaut. Ja, das ist das Problem an der Sache. So. Wirklich viel Platz haben wir nicht mehr. Dünger. Da ist tatsächlich so viel Platz für Dünger ist da echt gar nicht mehr. Ne? So, naja. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Huh, Schweinchen. Wir haben im Übrigen, jetzt wollte ich doch mal gucken, 6134 technologisch freikaufen, was interessant ist, ne? Laterne würde ich gerne, kann ich aber noch nicht. Genauso wie den Steinzaun noch nicht. Die Bänke könnten wir freischalten, hölzerne Bank. Aber die gibt es bestimmt nachher auch noch später, welche schönere, ne? Einfacher Holzschemel, Grabungsschuppen, was haben die? Den habe ich schon, den wollte ich unbedingt haben. Holztisch. Na, und dann hatten wir hier Holzbank zum Verschönern. Wir könnten ja auch mal eine Standfackel und so, ne? Dazu brauchen wir Leinengewebe. Sag mal, die Torte da in der Nähe rein, ne? Die kann doch aus Flachs Leinen-Dingsbums machen, oder nicht? Management. Oder nee, da ist ja gar keine Torte drin, da ist ja jemand anderes drin, in der Nähe rein, ne? Kann die nicht. Ach, Näherei. Cool, so. Die kann auch Leinengewebe machen, ne? Wie viel macht die denn da? Das ist ja mit dem flachen Strohhut ist ja schon ganz nett und so. Aber wie viel macht die? Oh, die macht ja fast gar nichts. Obwohl. Die macht 0,2 in der Stunde. Aber aus Leinen, nee, die brauche ich erstmal Leinenfaden, ne? Warte mal. Theoretisch brauchst du ja erstmal nur Leinenfaden machen. Und dafür brauchst du ja Flachs, richtig? 10 Flachshalm. Und dann kann sie doch Leinenfaden machen. Keine Ressourcen. Wo muss ich denn den Flachshalm hin tun? Den muss ich dreschen, ne? So, ich lasse sie das hier. Ich lasse das jetzt mal. Die soll jetzt mal aufhören mit die blöden Strohhüte. Warte mal. Wir haben Flachshalm 4. Jetzt trage ich hier das Fleisch zwar in der Dings rum. Dreschen uns ins Ressourcenlager. Jawohl. Aber theoretisch kann das doch auch der Spacko da machen, oder nicht? Der hat ja jetzt gerade eh nichts zu tun, wenn ich den jetzt in einen Farmer umwandle. Hier den Edward. Weißt was? Da, bis der fertig ist, ist eine alte Frau wieder jung geworden. Flachsamen.
Bis der fertig ist, ist eine alte Frau wieder jung geworden. Ja, genauso sieht's aus. Der braucht ewig. Ich hätte vielleicht nicht alle gleichzeitig machen sollen, aber ist jetzt egal. Oh, Vanilleeis mit O-Saft. Oh, ihr habt ja schon wieder Gelüste. Ihr habt ja schon wieder Gelüste, echt. Vanilleeis mit O-Saft. Auf jeden Fall kommen jetzt genug Flachsheime zusammen, dass der da die Leinfaden machen kann. Das ist ja jetzt nicht wirklich viel, aber zumindest kann die erstmal arbeiten. Könnte ich offline machen, lieber Andreas, wenn ich denn die Zeit dazu hätte. Da liegt nämlich der Hund drinne begraben. Wenn ich denn die Zeit dazu hätte, dann wäre das kein Problem. Wenn ich nicht von 8 bis 16 Uhr Schule hätte. Ja doch, es wäre theoretisch, ganz von der Theorie her, hat er recht. Sowas kann man offline machen, das ist überhaupt kein Problem. Nur ich habe tatsächlich jetzt zur Zeit, solange auf jeden Fall die Schule nicht auf ist, habe ich gar keine Zeit mehr. Da bin ich froh, dass ich lebe. Und in der anderen Zeit würde man das vielleicht hier und da gebe ich Andreas recht, würde man das hinkriegen, dass man solche Arbeiten tatsächlich mal offline macht. Das stimmt. Aber momentan, nein, geht nicht. Du hast eine schlaue Enkeltochter, lieber Andreas. Du hast eine schlaue Enkeltochter. Kannst ja dein Olli zu Hilfe nehmen. Der Olli hat tatsächlich Medieval Dynasty jetzt vorerst ad acta gelegt. Und hat schon bei Pumpkin Days reingeguckt, denn die gehen jetzt auch aus dem Early Access. Und das heißt im Klartext, die Pumpkin Days Crew wird vergrößert und geht bald an den Start. Dauert nicht mehr lange. Und der Olli, der eruiert schon. Und ich habe gesehen, dass die Grit auch schon fleißig war. Oh, Kiba mit Eis ist das geilste ever. Natürlich sind wir jetzt wieder viel zu schwer. So, dann gucken wir mal, was wir hier an Flachsamen noch drin haben. 24, da werden wir mal noch ein bisschen was dazu tun. Nochmal 30. Ja, 40 nehmen wir mal noch damit rein, dass wir mal so über 50 auf jeden Fall haben. Die restlichen können wir verkaufen. Ach ja, hallo Schweinchen. So. Wenn ich jetzt hier die Flachshalme reintue. Da ist nochmal flacher Strohhut. Den wollten wir auch verkaufen. Hölzerne Hammer können wir.
Ach, nehmen wir alle drei mit. Brennholz geht langsam runter. Tierfutter-Tonstöcke. Stöcke sollten jetzt demnächst auch welche reinkommen, oder hatte ich das nicht eingestellt? Ich glaube, ich hatte das eingestellt, dass die jetzt auch Stöcke machen. Holzschuppen da. War der Meinung, die sollten auch Stöcker mitbringen, genau. Aber die braucht ja, genau, die hat ja, die braucht ja die Stöcker. Machen wir ein bisschen weniger Rundholzer. Die braucht ja die Stöcker für die Hammer zu machen, auch wenn Andreas gesagt hat oder und das Video geschrieben hat, dass da kommt nicht viel bei rum. Aber er ist erstmal beschäftigt. So, jetzt mein Ansinnen. Und dann wollte ich mal jetzt hier in die Näherei gucken, wie viel die denn jetzt davon auf die Reihe kriegt, oder er, besser gesagt. 0,2, ist das, das ist nicht viel, oder? Ja, lass ihn erstmal Leinfaden machen. Das ist Vorausschau. Oder soll ich die selber machen? Ich weiß es noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal. Ach so. Da rein. Mach nochmal ein, zwei Suppen fertig. Wollte ja hier noch Suppen kochen. Was haben wir denn? 45 Fleisch. Zwiebeln demnächst müssen wir mal machen. Rote Beete. Es gibt wichtigere Jobs als die Schmiede. Selbst in Jahr 26 habe ich keinen Schmied. Ja. Ach, eine Fackel wollte ich immer noch machen. So. Rote Beetesuppe. 27 Stück. Weil der zwei rote Beete nimmt. Also das ist kein nicht lukrativ, oder? Denke ich mir. Bei zwei rote Beete, das ist echt nicht lukrativ. Da sind wir bei Kohl besser dran, oder? Ach, ich wollte mal gucken wegen den Eimern. Weil ich wollte ja eigentlich Eimer craften, aber die konnte ich, glaube ich, noch nicht. Wenn es gut geht, Andrea, hast du pro Tag zwei. Genau so sieht's aus. Das ist ja das, was Andreas mir auch schon unter das Video geschrieben hat. Dass er in 2 Tagen 5 Stück zusammenkriegt. Was auch immer. Weil das einfach das Level dafür noch nicht da ist. Deswegen lasse ich die jetzt so quasi so die Hammer nebenbei machen. Die verkaufen wir mit und gut ist. Das Problem ist, dass ich gar nicht weiß, wofür ich das Holz gebrauchen soll. Ich habe ein ganzes Lager voller Holz und wüsste nicht wofür. In Zukunft brauchst du zweimal Kohl, zweimal Fleisch und eine Schüssel für dicke Suppe. Und eine Schüssel gleich ein Rundholz. Vorbei mit dem Suppengeld. Ach du schöne Scheiße. Ja, Andrina hat mal wieder keine Fackel in der Tasche, liebe Sunshine, liebe Grit. Andrina hat mal wieder keine Fackel. Zumindest nicht ausgerüstet. Sagen wir es mal so. Ich müsste mal gucken. Vielleicht habe ich doch noch eine in der Tasche und nicht ausgerüstet. Bei meinem Chaos. Rote Beete schmeckt kalt eh besser wie warm. Also zumindest mir. Warte mal. Wollen wir doch mal in den Inventar gucken? Haben wir eine Fackel? Sieht schlecht aus. Wie macht man denn eine Fackel? Kuh. Da oben. Ein Stock, ein Stroh. Ein Stock, ein Stroh. Kriegen wir hin.
Gibt Kalbspeise am Spieß. Aber wir haben hier noch eine Fackel drin, guck mal hier. Müssen sie nur ausrüsten. Da, warte. Hey, Fackel, da, F. Jetzt habe ich sie drin. Wenn ich jetzt F drücke, ah, siehst du. So. Ich glaube, ich greife doch auf Kohl zurück. Tatsächlich. Rein theoretisch, bis zum Update müsste ich eigentlich alles verkochen, ne? Ich meine, ne? Das ist ja echt schon nicht mehr schön. Wie viel haben wir? 40, 49, 50. Da müsste ich ja echt schon alles verkochen, damit das... So. Warte. Nun weiß ich auch immer, warum du Hunger hast, Andrina, wenn du immer das Feuer nicht anhast. Bei Sabi auch. Da habe ich das Feuer an. Da ist mein Feuer immer an. Ja, solange das Fleisch auch im kalten Zustand durchkocht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht verdurste in der Zeit. Rein theoretisch müsste ich jetzt... Ich möchte gerne... Ich möchte gerne Eimer craften, damit ich da Wassereimer reintun kann. Denn ich möchte gerne, dass die Brot backen tut. Eisen ist auch gesund, trotzdem fresse ich keine Nägel. Gnär Ehemann! Für schöne Fingernägel. Oh Gott. Wenn du sie lackierst, sind sie auch schön. Boah. Ja, aber da werden die, wenn die Schüsseln dann auch verschwinden, ist doch echt übel, oder? Heiko braucht keine Fingernägel, er macht das mit den zarten Fingerspitzen. Mit den zarten Fingerkuppen. Charlie for President, einen wunderschönen guten Abend. Dass sie essen sehr wenig, würde ich mal so sagen. Nix würde ich nicht sagen. Aber es essen nur die Erwachsenen, nicht die Kinder. Von daher, ja, das also, man hat Nahrung quasi im Überangebot, grundsätzlich. Also, man hat tatsächlich ein Nahrungsüberangebot. Wenn man nicht so viele Dorfbewohner hat, hat man tatsächlich zu viel Nahrung. Meine Speisekammer ist auch relativ voll. Und ich denke mir immer, sie essen nichts. Mir wurde von meiner Community gesagt, dass sie das essen, was den höchsten Nährwert hat. Also musst mal gucken, was den höchsten Nährwert hat bei dir. Und das wird mit Sicherheit abnehmen. Also die geben sich nicht mit Billigkram zufrieden, die schon die, wo am meisten Nährwert drin sind.
Aber Schüssel nach dem Essen weg erklärt jetzt, warum es alles früher nur aus einem Topf gab und jeder nur einen Löffel hatte. Da stell dir mal vor, der hätte eine Gabel, Mickey. Eine Suppe wäre dann echt befremdlich. Dafür sind die Baumstämme chronisch knapp. Ja, weiß ja nicht, du hast wahrscheinlich ein oder ich weiß nicht, ob du zwei Holzfäller hast. Und dementsprechend musst du dann auch einstellen, dass er dann quasi viel arbeitet. So. Was habe ich jetzt noch im Überangebot? Kohl kann weg, rote Beete kann weg. Machen wir mal hier rein und dann begeben wir uns mal kurz ans Wasser und auf Reisen unsere Sachen zu verkaufen. Kohl weg. Rote Beete weg. Kriegen wir den hier auch noch unter, dann bleibt er hier drinne. Ich habe immer noch zu füllen, ne? Was trage ich denn noch hier? Flachssamen, Münzen, die sind schwer, ist klar. Können wir uns denn bewegen? Nee, können wir nicht, ne? Das finde ich schon recht doof. Warte mal, dann lassen wir ein bisschen Suppe da und dann gehen wir von Gustavia aus zweimal. Das ist, glaube ich, besser. Lassen wir die Suppe hier, dicke Suppe, oder die hier lassen wir. Dann sollte das gehen. Aua, vor den Kopf gehauen. Und natürlich wird es schon wieder dunkel. Doch, bei mir hat das einen Sinn, dass Stöcker gemacht werden. Der Ehemann meint wahrscheinlich Charlie. Bei mir hat das den Sinn, dass Stöcker gemacht werden, weil mein Schmied hölzerne Hämmer macht. Ansonsten, wenn du nichts hast, was die Stöcker verbraucht, solltest du das Stöcker runterschrauben. Komm, lauf, Junge, wir schaffen das. Och, jetzt sind wir schon wieder voll. Ja. Andrina sammelt Steine. Sehr klug. Also wenn du die Stöcker nicht verbrauchst, solltest du die wegmachen, dann tut er mehr Holz. Ich kann es dir einmal ganz kurz zeigen. Im Management auf Holzschuppen F, dann hier bei Tools und ich habe jetzt eingestellt, dass er 40% Rundhölzer machen soll, 15% Stock, 40% Brennholz, weil das brauchen sie auch immer. Und 5% Bretter, weil ich das immer für die Häuser zum Bauen gebraucht habe. Wenn du die Stöcker nicht zwangsläufig benötigst, geh mit den Prozente da runter und mach die bei den Baumstämmen wieder höher. So, jetzt aber. Schaffen wir das noch, bevor es dunkel wird? Ja, ne? So, und da ich ja jetzt einen schönen, schönen weiten Weg habe und natürlich wieder kaputt bin, vielen Dank für dein Follow, Charlie. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.